Ja, schönen guten Tag, Ulrich Josch ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer der DGWO Netzwerk GmbH, einer Tochtergesellschaft der DGWO AG aus Berlin. DGWO AG, großes Wohnungsunternehmen mit ungefähr 70.000 kommunalen Wohnungen. Als Tochter sind wir Betreiber von technischen Infrastrukturen, Energielieferant, machen Heizkostenabrechnungen, bauen Glasfasernetze, kümmern uns um Smart Buildings und ähnliche Themen. Ja, wir haben eine doppelte Rolle. Zum einen haben wir mit einem Objekt, das wir selber ausgestattet haben, vor einiger Zeit, dem DGWO Zukunftshaus, einen besuchbaren Ort aufgebaut. Das ist ein Haus, wo wir in einem Bestandsgebäude, ein Achtgeschoss aus den 50er Jahren, versuchen, die Energieversorgung autark zu organisieren, schaffen das am Ende zu 60-70% im Ergebnis über Sonnenstrom, der dann sowohl das Haus beheizt, als auch die Stromversorgung des Hauses und der Mieter dann mit bereitstellt, in Kombination von ganz vielen verschiedenen Technologien, von einem geothermischen Erdtank über Wärmepumpen, über einem Batteriespeicher, über Solarhybridmodule und. Ja, für uns ist vor allem spannend, welche neuen Modelle für unsere Energieversorgung sich ergeben. Wenn ich das Beispiel des DGWO Zukunftshauses genannt habe, das ist eben ein Projekt, was im Ursprung sehr auf Autarkie gerichtet war. Das ist ja nun gerade nicht der Punkt im Windnot, sondern wie können wir integrieren, wie können wir netzdienlich agieren und wie können wir daraus auch für uns einen Nutzen ziehen. Das ist für uns die spannende Frage, denn auch die wir mit Windnot und diesem besuchbaren Ort verbinden. Das heißt also ganz bewusst zu sagen, unsere Technik auch bereitzustellen für Netzstabilität und für neue Dienste und dabei zugleich Modelle zu finden, wie wir das wirtschaftlich tragfähig hinbekommen. Das ist das Interessante. Also auf jeden Fall vernetzt, das ist ja schön so ein Buzzword. Also wir werden auf jeden Fall Smart Buildings erleben, wo die immobilienwirtschaftlichen Prozesse sehr stark digitalisiert sind und miteinander verzahnt sind, wo wir Sensorik, Aktorik haben, wo die Technik in Liegenschaften überwacht wird, im Sinne vorbeugender Instandhaltung beispielsweise. Wo keine Schadensmeldungen mehr geschrieben werden müssen, sondern die Technik, die meldet und ein Handwerker rausfährt und auch über sein Handy ins Gebäude kommt, über ein Smart Lock. Wir werden natürlich einen Nutzen auch auf Mieterseite in den Wohnungen haben. Da glauben wir, dass das eher etwas ist, was die Leute sich im Wesentlichen selber zusammenstellen werden. Aber was Gebäudetechnik angeht, wird einfach Immobilienbewirtschaftung ganz anders funktionieren. Persönlich glaube ich auch, dass da neue Geschäftsmodelle im Bereich Facility Management entstehen werden, auch ein Stückchen Disruption. Natürlich wird es Plattformen, Portale geben für Mieter, wo nicht nur die Prozesse zwischen Vermieter und Mietern anders organisiert werden, sondern wo auch neue Angebote gemacht werden, wo beispielsweise mit Strom angeboten wird, wo Internettelefonie angeboten wird, wo man vielleicht sein Paket aus dem nächsten Paketkasten mitbekommen kann und ähnliches. Ich glaube, Wohnungswirtschaft und kommunale Energieversorgungsunternehmen sind grundsätzlich schon ganz eng miteinander. Das ist, glaube ich, schon heute so, weil die kommunalen Energieversorger auch ganz stark in der Vergangenheit auf Bedürfnisse von Immobilienwirtschaft eingegangen sind. Was es noch ein Stückchen mehr braucht, ist das Verständnis jeweils für die unterschiedliche Denkweise und die unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Wir erleben da häufig noch ein bisschen sehr die Denkweise aus dem jeweils eigenen Bereich und sich auf den anderen einzustellen und ihn mitzunehmen und beide Seiten profitieren zu lassen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Da geht es auch ein bisschen um gesellschaftsrechtliche Modelle, manchmal, wie man das besser organisieren kann. Aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist, zu verstehen, was den anderen wichtig ist. Ja und nein. Grundsätzlich lässt sich nachhaltiges Wohnen wirtschaftlich betreiben. Also es gibt eine Reihe von Themen, wo uns die Geschäftsmodelle noch fehlen. Aus der immobilienwirtschaftlichen Perspektive ist das Thema Druck auf die Mieten ein sehr großes.
Nicht alles, was wir uns wünschen, was an Digitalisierung möglich wäre, können wir auch leisten aus der Wirtschaftlichkeit der Immobilienwirtschaft heraus. Einfach weil der Druck auf Mieten da ist, auch völlig zu Recht. Wohnen soll bezahlbar sein. Und das ist die große Herausforderung, wo dann vielleicht auch eine Gesellschaft wie die unsere eine Rolle spielen muss, nämlich andersartige Geschäftsmodelle zu finden, um das möglich zu machen. Grundsätzlich, glaube ich, wird es möglich sein, aber es kostet, es ist auch nicht so, dass es nichts kostet. Irgendwo müssen die Dinge bezahlt werden, damit wir alle da in unsere schöne Zukunft gehen können. Das Wichtigste für mich, auch mit Blick auf Windnode, ist, weiter daran zu arbeiten, verstehen zu wollen, wie die Geschäftsmodelle, die Prozesse, auch die Technologien der Energiewirtschaft und der Immobilienwirtschaft sind und das miteinander aufzuklären und versuchen, Modelle zu finden, wie das ineinander greifen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dafür ist Windnode eine gute Basis. Das muss aber aus meiner Sicht fortgesetzt werden. Die Sichten anderer Branchen sind, glaube ich, wichtig, um wirklich ein integratives System am Ende zu haben.